Konnichiwa, Seekrautsfreunde. Willkommen zurück zum neuen Zufallsgefechts-Replay. Heute mit der Mutsu, wie ihr unschwer erkennen könnt. Ich bin Maracha und werde euch dieses Replay kommentieren. Spieler war Captain Scharnhorst und wir haben die Karte New Dawn gespielt. Wir sind zusammengefahren. Ich bin mit meiner Dunkirk gefahren und Captain Scharnhorst mit der Mutsu. Ein sehr geiles Gefecht, kann ich gleich von vornherein sagen. Wir hatten unendlich viel Spaß und haben eine Menge gelacht und mitgefiebert bis zum Schluss. So, wie üblich bei uns am Anfang wird ein bisschen vorgespult, damit ihr schneller in die Action kommt. Ja, zu Mutsu, die sieht man ja noch nicht ganz so häufig auf unseren Servern hier in der EU. Kann man sagen, Captain Scharnhorst liebt dieses Schiff. Also kommt damit immer cool klar, gut klar und ja, 410 mm Rohre auf Tier 6. 20,4 Kilometer Schussreichweite, das ist, denke ich, schon ganz ordentlich. Und dann wird man bei der Mutsu immer wieder vergisst. Die hat auch noch Torps dazu. 7 Kilometer weit kommen die Dinger. Und ja, werden wir heute sicherlich eindrucksvoll sehen, wie man damit ein bisschen Schaden macht. Die Aale zappeln lässt, sozusagen. So, fang da schon vorne an, mit meiner Dunkirk rumzuballern. Schon mal HE-mäßig unterwegs sein. So, was hat er denn hier gemacht? Ich habe das gar nicht die ganze Zeit so verfolgt. Wir haben zwar über Teamspeak miteinander gequatscht, aber ja, man ist ja dann doch immer teilweise sehr stark konzentriert. Da sind die ersten Mumpeln in der Luft. Auf die Lagalone ging es los. Eine schöne Flugbahn, oder? Das sieht ja fast aus wie ein Orbitalstart. Aber das war wohl nichts. Nix, außer Spesen nichts gewesen, sozusagen. Ja, wir halten hier vorne die Front. Das dauert jetzt auch noch einen kleinen Moment so. Aber ja, die Dunkirk macht das, was sie am besten kann: rückwärts fahren. Front zum Gegner und rückwärts fahren. Ja, was kann man denn über die Mutsu noch so erzählen? Ja, wurde 1921 in der Realität mal in Dienst gestellt. Und da sind wohl die Erkenntnisse des Ersten Weltkriegs damals sehr stark eingeflossen und war für die damaligen Verhältnisse sehr gut gepanzert und hat eine relativ hohe Geschwindigkeit von 26,5 Knoten. Ja, das ist jetzt ungeskillt, also sind die Rohdaten sozusagen, was ihr dann da mit Flaggen oder Kapitänskills und so weiter draus macht oder Verbesserungen, das ist ja dann sozusagen euer Ding, wo ihr dann die Prioritäten drauf legt. Aber hier bieten sich doch diverse Ziele an, muss man schon sagen. Dunkirk, Königsberg. Hat er eben schon einmal rausgerotzt und 4-6 4-6 verteilt. Und da sind auch nochmal ein paar Kellen dabei für die Königsberg. Der Nebel ist da, überall eine riesen Nebelwand. Könnte meinen, hier schlechtes Wetter. Oh, jetzt hat er seinen Flieger draußen. Hat die Range nochmal erhöht. Was hat er denn jetzt? 24,4. Jupp. Er fährt die Mutsu wie, ich meine Dunkirk. Schön rückwärts fahren. Angewinkelt zum Gegner. Fast schon ein bisschen zu viel angewinkelt. Meines Gefühls nach. Aber okay. Gerade nicht mehr entdeckt. Jetzt wird hier ein bisschen Gras Spee und die Grasse gesichtet. Die Gras Spee steht fast. Da würde ich auch mal ein bisschen näher vorhalten. Genau. Ja, super. Da sind sie. Und ich persönlich finde die Perspektive immer ziemlich krass. Also daran muss man sich echt gewöhnen. Du musst mit so einem Flieger in der Luft, muss man echt anders zielen. Muss man echt anders zielen. Das ist wirklich fast noch schwerer damit zu zielen, als mit dem normalen Zielfernrohr, finde ich persönlich. Wie ist denn eure Erfahrung mit den Dingern? Ja, weiß ich nicht. Also mir liegt das meistens nicht so. Ja, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr da andere Erfahrungen habt oder wie eure Erfahrungen überhaupt sind. Jetzt hat er mal ordentlich kassiert von der Graf Spee, glaube ich. Das war ein ganz guter Treffer für die Graf Spee. Knapp 10.000 Schadenspunkte. Ja. Möchte bei der Gelegenheit nochmal darauf hinweisen, ihr habt am Anfang sicher das Banner gesehen. Die europäische Community.
Ist eine Facebook-Gruppe, die relativ frisch bei Facebook verfügbar ist sozusagen. Ziel dieser Community ist es eben, so ein bisschen die europäische Gemeinschaft, den europäischen Server sozusagen zu vertreten und den Austausch untereinander zu fördern über die nationalen Grenzen hinweg. Ich denke, das ist eine geile Idee und ja, wäre cool, wenn ihr auch dabei seid, klickt einfach rein. Und dann seid ihr da auch immer auf dem aktuellen Stand, beziehungsweise könnt euch einfach mitbeteiligen mit unseren Mitkapitänen aus Portugal oder Griechenland oder Italien. Und ich denke, das macht doch ein bisschen mehr Spaß, als wenn man jetzt, ich sag mal, ausschließlich die deutschen Gruppen beherbergt. Ist auch wichtig oder sicherlich noch wichtiger für einen persönlich, weil man sich da auch auf der Nationalsprache austauschen kann. Aber gut, das ist. Wer es mag, wie gesagt, ist ein lieb gemeinter Hinweis und wäre cool, wenn ihr dabei seid. Vielen Dank dafür im Voraus, zumindest für Zuhören. Ja, in der Zwischenzeit hat er hier auch mal ein bisschen was ausgekält. Zitadelle auf der De Grasse. Gut, ist jetzt nicht so schwer. Geht's hier weiter auf der Dunkirk. Die steht oder fährt leicht rückwärts. Da kann man kaum erkennen. Aber da waren nochmal 10.500 dabei. Ja, das war doch, das hat gescheppert. Ja, die hat genau das Deck zerschlagen und jetzt kriegt die Dunkirk ja von links und rechts. Die hat sie in eine doofe Position gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt fährt sie wohl rückwärts. Ja. Ja, die sind ja beiden Seiten offen und wir kommen ja schon von links und rechts. Das ist ja schon. Passe nochmal. So. Wie ist denn der Zwischenstand? 12 Minuten 35 Restzeit vom Gefecht. 5 Schiffe auf unserer Seite verloren, bei der grünen Seite und 3 Schiffe beim Gegner. Okay. Kann man mal sehen. In dem Gefecht, als wir das Gefecht gespielt haben, hatten wir eine komplett andere Wahrnehmung in dem Moment. Wir waren voll am Abstimmen und am Rausrotzen und Zielen und Machen und Tun. Wir haben beide jetzt Focus Fire auf die Dunkirk. Er mit AP, ich mit HE da. Und ja, ringen die damit, glaube ich, auch nieder. Mit der Dunkirk bin ich da auch so ein bisschen unter Feuer, aber das hält sich alles unter Kontrolle. Man lässt sich alles unter Kontrolle kriegen da. Da schießen dann die Königsberg mit ihren AP-Granaten. Die machen nicht so viel Damage. Ja, gut, die Mumpeln hätte er sich fast sparen können, dieses runtergebrannt. Und ich nutze jetzt die Zeit, wo die Königsberg dahinter im Nebel steht und so weiter und gebe Vollgas, um mich aus der Position rauszubringen, weil wir inzwischen schon einen Gegner auch von hinten haben, der Fuso und so weiter, wenn die weiter rumfährt. Dann macht er keinen Sinn. Wir verpissen uns jetzt, Wechselstellung. Und wollen eigentlich zu unserem verbündeten Team so ein bisschen dazustoßen. Oh, da sind nochmal ein paar Punkte gedroppt. Bei 62.000 ist er schon. Da geht schon wieder rund. Die SWE meist wieder. Naja, gut, wieder nicht. Kennen die gar nicht. Also von daher ist wieder nicht das richtige Wort. Das wäre nicht fair. Sorry dafür. Ja, aber die scheinen nicht ganz zufrieden zu sein mit dem Gefecht. Das wird gleich mit einer passenden Antwort vom Gegner beantwortet. So. Sportflieger ist wieder draußen. Er kann weiter schießen. La Galone. Ja, genau. Ein bisschen die Mumpeln verteilen. Ja, das war ein bisschen zu optimistisch. Ach, die Dinger sind ja sauschnell. Also La Galone fahre ich jetzt selber nicht so ganz so häufig. Aber man muss schon sagen, mit dem Nachbrenner, also Motorboost, gehen die ja auch ganz gut ab. Oh, da kam jetzt aber bitte was an. Sah für mich aus, als ob es von der Bayern kam. 13.000 hat er ihm eingeschenkt.
Ja, aber der ist auch ein bisschen sehr offen gefahren, ne? So, jetzt wird es langsam eng, ne? Wir haben oben 7 Schiffe beim Gegner und 6 Schiffe beim Grünen. Ja, und jetzt nochmal ein weniger. Bayern hat auch kassiert und kriegt jetzt nochmal was ab, vielleicht. 1200, 9800, ja, auch keine schlechten Treffer. 410 mm hauen dann ganz schön rein, ne? Aber mit der Dunkirk auf der Bayern, da musst du schon. Das ist nicht so einfach, finde ich persönlich zumindest. Wir haben mit der Dunkirk schon einige gewehrte Gefechte gefahren und das ist. Die Bayern, die musst du schon wirklich richtig gut treffen, damit du vernünftig Schaden drauf machst. Also 3000 oder so ist immer mal drin, aber hier 10, 8 und Co., das ist nicht einfach. Bayern ist einfach ein ganz gut gepanzertes Schiff. Für Tier 6 Stufe auf jeden Fall. So, jetzt tasten wir uns da zusammen vor. Und hintenrum kommt der Gegner, die Graf Spee und der Fuso. Und da oben ist noch eine Bayern von uns. Die eigentlich da oben. Das fällt mir jetzt erst auf. Ich glaube, ich muss mir nachher, wenn die Aufnahme fertig ist, dann nochmal angucken, wie die Bayern dahin kommt. Oh, geil. So. Da ist gut gemacht, weil er genau gesehen hat, dass das ja schon, dass die Mumpeln ja quasi schon durch sind von der Bayern. Das ist jetzt aber mal grob in die Hüfte, aus der Hüfte geschossen, oder? Ja, ich glaube, er geht jetzt auf die Graf Spee, genau. Diffuse, so war's. Die andere Bayern hat noch halbe Energie. Halbe Trefferpunkte. So, wenn die Graf Spee nicht aufpasst, dann kassiert sie. Sind die Mumpe unterwegs und gleich eine Zitadelle und einen Unterstützer bekommen, logischerweise verteidigt, weil Basis wird ja versucht einzunehmen. 86.000 Damage, da ist also noch ein bisschen was in petto. Ihr wisst ja, also habt ihr ja schon am Thumbnail gesehen, wie viel hier am Ende bei rauskommt. So, da sind die nächsten Postboten unterwegs. Die klopft mal an die Tür und er reicht gleich, um die Graf Spee zu zerstören. Noch eine Zitadelle. Hervorragend gemacht. So, die Bayern lebt noch. Ich habe gerade eine Degrasse zerstört da unten. Mit der Dunkirk. Und jetzt geht's wohl auf Diffuso. Ja, das ist echt. Ja, ich stehe da unten jetzt alleine inzwischen. Diffuso beschießt die Bayern da oben, die permanent Breitseite zeigt. Finde ich ein bisschen schade. Weil das war verteidigt immerhin. Darum geht es ja gerade. Aber trotzdem. Ah, das ist ein bisschen nicht so gut vorgehalten, weil der Dampfer steht doch. Jetzt hat er wieder Rauch im Schornstein. Okay. Jetzt sind die Türme von der Fuso auf die Mutsu ausgerichtet. Jetzt gibt's Batzengeballer.
4, 7. Ah ja. Oh. Er ist jetzt im Zwiespalt. Wem soll er jetzt Breitseite zeigen? Forbes im Wasser. Oh, das war gut. Von Ziel war das eigentlich gar nicht so schlecht, fand ich persönlich jetzt. Sekundärreichweite und jetzt knallt es richtig. 21.000, meine Fresse. Das ist schon eine bittere Geschichte. Großkaliber hat er auch kassiert und zwei Torpedotreffer, einmal Wassereinbruch. Der wurde sofort repariert, glaube ich. Nochmal 2,8. Mann, ich wollte gerade sagen, lösch. Und da gibt es nochmal Fratzengeballer. Das war's. Und da ist die Mutsu auch da. Ja, ich denke mal, das war's. Ist eine Niederlage geworden, obwohl wir uns gar nicht so schlecht geschlagen haben. 155.000 bei ihm. Wenn ich mich recht entsinne, waren es auch um die 100.000 bei mir. Unterstützer, Großkaliber, alles dabei. Ihr seht, waren vorne mit dabei. Ich denke, war eine coole Runde. War abwechslungsreich. Hat euch hoffentlich Spaß gemacht. Und ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Secrets-Team, euer Maracha. Ciao, ciao.